die Wettervorhersage für morgen. Tiefer Luftdruck. Mann, wieder verpasst. Adrian, was machst denn du da? Na, dein Problem lösen. Dein Fernseher kann nämlich wesentlich mehr, als du denkst. Zum Beispiel HBB-TV. HBB-TV, aha. Ja, findest du unter der roten Taste auf deiner Fernbedienung. Ah, hier bei den bunten Tasten. Diese hier, ja? Die? Ja. Okay, habe ich noch nie drauf gedrückt. Eben, tu es. Okay. Ich hier komme zu dir übers normale Fernsehen. Der hier nebenan kommt übers Internet. Rein zufällig eine schon gelaufene Folge Wissen vor 8 Zukunft. Kommt über die Mediathek. Die gibt's jetzt also auch über meinen Fernseher? Huh? Ja. Adrian, du jetzt hier. Ja, wird ein bisschen eng da drin. Mit HBB-TV kriegst du jede Menge zusätzliche Inhalte neben dem normalen Programm der ARD. Und diese Extras kriegst du eben über die rote Taste, übers Internet, direkt auf deinen Bildschirm. Du brauchst keine Zusatzgeräte. Ah, okay. Also klar, mein Fernseher ist mit dem Internet verbunden, zum Beispiel über Kabel oder WLAN. Und so kriegst du nicht nur alle Mediatheken der ARD, sondern auch immer die aktuelle Ausgabe der Tagesschau. Tagesschau auf Abruf, also das finde ich praktisch. Und durch diese einzelnen Punkte komme ich dann einfach mit der Fernbedienung. Okay. Rote Taste, Anja. Rote Taste. Danke. Als erstes erscheint hier unten immer diese Startleiste. Und da sind ganz viele verschiedene Apps. Und hier ist auch die der Tagesschau. Okay, also das ist tatsächlich wahrlich mehr als normales Fernsehen. Gebe ich dir recht. Ich persönlich finde ja auch den elektronischen Programmführer hochinteressant. Du kannst zum Beispiel einfach deine Vorlieben eingeben und wirst an dein Lieblingsprogramm erinnert. Oder kriegst Vorschläge gemacht, was dir denn sonst noch so gut gefallen könnte. Aber sag mal, gib noch mal, ich habe doch eben was gesehen. Guck mal hier, da. Infos rund um den Tatort. Ja, die gibt's natürlich auch. Die neuesten Fälle, alle Ermittler, wer ist als nächstes dran, wo wird gedreht, Bilder vom Set, Making-of. Aber die verraten mir nicht, wer der Täter ist. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und weißt du was? Nein. Die ARD gibt's jetzt auch zum Mitnehmen. Für dein Tablet oder Smartphone. Ah, damit ich nie mehr irgendwas verpasse. Ja, oder damit du gucken kannst, wo du willst. Tatort to go. Ja, nicht schlecht. Wo gehst du jetzt hin? Na, Tatort gucken. Ich dachte, du wolltest Tagesschau gucken. Nein, ich gucke jetzt erst Tatort und dann Tagesschau. Weil ich kann ja gucken, wann ich will und was ich will und wie ich will. Hast du mir ja erklärt. Aber ich habe dir doch auch gar nicht die Details zu den anderen Geschichten erzählt. Großereignisse, Live-Events oder die Vorabendformate. Du kannst auch den Videotext jetzt komplett an deine Bedürfnisse anpassen. Ich würde jetzt total gerne den Tatort angucken. Und zwar ganz in Ruhe. Also, vielen Dank. Die rote Taste. Einfach mal versuchen.